Gute Nacht für euch alle, Nummer 445. Heute ist gerade noch Donnerstag, Donnerstag, der 24. Juni 2021. Heute, in dieser Nacht, gibt es ein Gedicht, das heißt Nachts, passend. Und zwar von Peter Hochul, über den habe ich ja schon viel erzählt und auch einige Gedichte schon gelesen von ihm. Und heute gibt es eben eins, das Nachts heißt, aus einem Buch, aus dem ich auch schon gelesen habe. Das nennt sich Havelnacht. Und das ist wirklich wunderschön, mit Fotografien von Roger Melis, einem ganz bekannten Fotografen aus der kleinen DDR und dann später auch noch in dem Vereinigten Deutschland hat er Schriftsteller, Schauspieler, Künstler porträtiert, unter anderem. Hier in dem Band hat er die Havellandschaft Brandenburgs fotografiert, in der Peter Hochul bis 71 gelebt hat und ihr dann trotzdem noch verbunden blieb. Nachts. Über den Wolken das Knarren von Wagenrädern, Landflüchtlinge unterwegs, handfeste Burschen räumen den Nebel weg, tragen schlafende Frauen über die Furt, röhricht kaum zu erkennen. Ein Mann, das Fangnetz über die Schulter geworfen, steht am Gewässer und weidet die Fische aus. Wundmale, die Kiemen der Fische, sie leuchten im Mond. Das Wort, ausgesät in der Nacht, treibt fort, wurzelt im Wind, endlos, die Regenlitanei. Lasse ich euch heute in die Nacht. Doch ich zeige euch noch ein Bild aus dem Buch. Wegen der Regenlitanei. Hier hat es ja auch schön geregnet. Gute Nacht. Bis morgen.